Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Minecraft. Ja, wir wollen ja heute wandern gehen. Ich würde aber sagen, als erstes tun wir mal hier noch. Ach ja, ich war ja, ja. Ich habe offscreen den Weg ein bisschen noch weiter gebaut. Wir müssen ja langsam auch mal mit Tristram und Sylvengor dann, ne, mit der normalen Straße hinkommen. Ja. Ach, ich würde sagen, wir wollen erstmal das wegräumen jetzt hier. Es ist ja leider kein Winter mehr. Eigentlich schon, aber Weihnachten ist ja nun vorbei und das hier können wir eigentlich theoretisch nur wegmachen. Ne? Die Winterdekoration kommt weg. So, das tun wir bei uns. Eine Kiste, würde ich sagen, machen wir uns da und dann packen wir die rein. Chris kommt auch noch. So. Sieht da alles recht normal aus. Okay, haben wir noch irgendwo hier was? Nee, ne? Ach ja, ich habe nicht nur den Weg weitergebaut, ich habe natürlich auch nur ein bisschen, ich baue ein bisschen um, Richtung RPG-Welt, ne, und so. Und da habe ich hier zum Beispiel auch einen neuen Weg gemacht, zur Aussichtsplattform, das kann ich euch mal kurz zeigen, ne, da läuft er hier durch. So. Ich könnte die Musik eigentlich noch ein bisschen lauter machen, wartet mal. So, ne? Das ist okay, oder? Ich denke schon, ich hoffe es. So. Wir gehen heute wandern, keine Angst. Ja, diesen Weg hier habe ich neu gebaut. Und hier hinten, ich laufe da jetzt nicht hin, also hinter dem Wald ungefähr, ist der Spawnpunkt, mit dem man diese Welt betritt. Und in einer RPG-Welt, wenn ich die dann mache auf dem Server und so, ne? Ja, also dahin werdet ihr spawnen. Dann steht ein NPC, der sagt euch erstmal was, gibt euch zum Beispiel auch ein kleines Buch, ne, damit ihr so einen kleinen Einblick habt, was gerade hier in der Welt abgeht und was hier passiert. Und dann lauft ihr hier lang, denn eure erste Aufgabe ist es, zu Epodino zu gehen. Epodino ist hier der Bürgermeister sozusagen und der wohnt natürlich da hinten drin. Ne? Will ich euch bloß mal ganz kurz zeigen. So, wir gehen mal nach oben. Jürgen, drüber gehen. Das kann ich. Ja. Ups, so. Vielleicht zieht halt sogar noch ein neuer Abonnent ein. Ja, ich weiß noch nicht, mal gucken. Na, heute vielleicht nicht, also nächsten Folgen. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie. Schauen wir mal. So, ich würde sagen, eine Kiste. Machen wir hier eine Kiste, ne? Machen wir die hierher oder so. Einfach für Weihnachtskram, ne? Ich habe doch Holz dabei. Ja. Was ist ja reines Holz? Habe ich alles verbraucht? Ach ja, ich habe ja. Ja, okay. Mir fällt gerade ein, wo ich Zeug wieder verbraucht habe. Und zwar, wenn ihr mich auf Twitter und Facebook verfolgt, ne? Also, wenn ihr da ein Like da lasst oder mir folgt halt, wie bei Twitter, könnt ihr immer wieder mal einen kleinen Blick in die Zukunft erhaschen. Ich poste da halt, wenn ich euch jetzt einfach offscreen irgendwo was baue oder irgendwas mache, poste ich immer wieder Bilder. Das kann natürlich auch von Projekten sein, die in der Zukunft, also ne, die ihr noch gar nicht gesehen habt oder so. Das ist also ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Den Weihnachtsmann lasse ich mal noch stehen. Das Lebkuchenhaus kann jetzt weg, die Kekse bleiben. So. Das Schweinchen kann auch bleiben, das ist alles okay. Den Weihnachtsmann, den lasse ich mal stehen, der ist niedlich. Der kann bleiben. Nein, nein. Komm her. So. Zack. Okay. So, die Setzlinge. Die hauen wir mit hier rein. Oh, es ist voll. Das ist nicht so gut. Hilfe. Ich hole das mit hier rein. Jetzt ist so. Glowstone haben wir jetzt auch noch reingehauen. Ach komm, das hauen wir weg. Das brauchen wir. Das hauen wir weg. Rapper, rapper. So. Haben wir denn jetzt Platz für eine Wandertour? Oha, haben wir nicht. Eher nicht so, ne? Also essentechnisch ja. Ich wollte das alles gleich mit. Ne, wir wollten das ja noch ausleeren, aber bei Sylvengarde, ne? Genau, wir reisen über Sylvengarde und dann weiter. Alles klar. Dann ist das okay. Brauchen wir noch irgendwas? Essen haben wir dabei. Eigentlich okay, ne? Sollte okay sein. Na gut, dann geht's los.
Komm hier. Haben wir jetzt Rhabarber einfach so Das ist eklig. Rhabarberkuchen ist lecker. Rhabarber einfach so, na, ist nicht so meins. Sollte ich mich ein bisschen verplappern und hier und da. Es ist gerade noch sehr früh. Oh ne, es ist gerade um 7. Hey, es ist noch stockdunkel draußen. Yeah. Es hat die Nacht wieder übelst geschneit bei uns hier. Mega geil. Feier ich mega. Ich freue mich so mega, dass es jetzt so schneit. Ach ne, Teleporter. Wir gehen zum Teleporter und dann nach Sofengarde. Da zeige ich euch erstmal noch kurz Sofengarde, was ich noch gebaut habe. Wie gesagt, die Häuser, das machen wir zusammen. Ne, da habe ich nicht weiter gebaut, bloß halt die Grundrisse. Teleportation. Okay, wir sind da. Lassen wir erstmal kurz Bild aufbauen. Da drüben die Fabrik und so, das habe ich halt schon gemacht gehabt. Das habt ihr aber ja schon gesehen alles. ziemlich großer Bahnhof, habt ihr aber schon gesehen. Hier sieht alles nichts Neues. Ja, hier oben, das Edelviertel habe ich auch mal die Grundrisse alles so ein bisschen hingebaut. Wir gehen mal nach oben, dann könnt ihr euch das besser angucken. Hier kommen auch NPCs hin, ne? Die dann hier ein bisschen was verkaufen. Hier könnt ihr natürlich auch einkaufen, Lebensmittel für eure Reise und so, ne? Ist ja alles ganz klar. Hier mit Zahnrädern, die aus dem Boden kommen, hier auch. Die Zahnräder habe ich ein bisschen selten gesetzt, also hier oben gibt es noch eins. Ich werde vielleicht noch E2 hier irgendwo hinsetzen. Ne, und hier ist das Wohnviertel im Prinzip. Hier hat man natürlich überall kleine Gänge und ja, kleine Verstecke vielleicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die Mauer habe ich auch fertig gezogen. Ich habe schon überall mit Dekorationen hingesetzt auch. Den Bahnhof müssen wir demnächst mal bauen. Na, hier hat man, kann man Wasser sich holen, frisches. Und hier ist natürlich noch ein kleiner Ausgang, sag ich mal. Na, hier sind überall noch, hier sind alles Wohnhäuser im Prinzip. Hier kommt man auch raus. Da ist ein großes Tor drin. Ist klar, muss sein. Und hier ist nochmal ein kleiner Markt halt für hier oben, ne? Dass die Leute von hier oben nicht runtergehen müssen. Das wollen wir ja nicht zumuten. Ne? Das ist ja eine Zumutung. Hier habe ich auch schon was vorbereitet. Und zwar, hier kommt eine Art Gaststätte hin. Ne? Das ist eine kleine Kneipe so hier hin. Und hier ist dann sozusagen der Lagerraum von der Kneipe. Hier hat man halt ihren Fässer und alles drin. Und hier habe ich mal so eine kleine Eisbahn gemacht. Die können wir ganzjährig machen. Die Techs haben hier eine kleine Technik entwickelt, wie das Eis, ne, die ganze Zeit eisig bleibt quasi und nicht mehr zu Wasser wird. Heißt, man kann hier ganzjährig Schlittschuh fahren. Ui. Aber sehr beliebt im Winter. Ist nicht so. Okay. Das Edelviertel da drüben nur über die Brücke begehbar. Hier hinten ist nochmal ein ganz kleines. Also das gehört auch noch dazu, ne? Das ist das reiche Viertel hier oben. Also da oben. Kann ich euch mal zeigen, ne? Man kann hier hochgehen. Oh, das sieht gerade cool aus, wartet mal. So. Ja, das reiche Viertel hier oben. Da sind ja nur ein paar Häuser. Da ist nicht viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser ungefähr. Vielleicht mache ich noch eins, mal gucken. Und das ziehen wir alles zusammen hoch dann. Das wird eine ganze Weile dauern auch. Ja. Okay. Räume erstmal unsere Kisten aus. Ja, den Bahnhof, das habt ihr schon gesehen, der ist recht groß diesmal. Ja, auch die Soldaten bewachen das Viertel quasi. Hey, Statuen, da kommen noch richtige Soldaten hin, die bewachen das dann. Jetzt gehen wir mal kurz nach vorne. Ich dachte, ich habe was gesehen. Ein Bettchen, habe ich denn sowas eigentlich noch mit? Das wäre jetzt wichtig. Ich weiß gar nicht, habe ich vorne im Bett stehen? Dann müssten wir das vielleicht auch mitnehmen. Eventuell, vielleicht, ja, doch. Geronimo, wow. Autsch. Ich arbeite voll gern mit Gardencraft, muss ich sagen. Ne, mit der Blumerie hier. Dass wir uns hier die Laternen und so und die Gländer und so machen können, die dunklen. Sieht echt gut aus. Das passt auch sehr gut. Okay. Die ich nehme mit.
Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier habe ich auch die Rucksäcke der Weile mal postiert. Hier habe ich noch Haufen Fackeln, ja, Laternen. Ich habe zu viele gemacht. So, wir setzen jetzt mal das ganze Holz hier rein. Ein bisschen Holz können wir vielleicht behalten. Das können wir behalten. Das auch. Das kann mit hier rein. Okay. Das kann hier bleiben. Das. Das kann alles hier bleiben. Alles Sachen, die man so und so. Ach, guck mal, ich habe, als ich den Weg gebaut habe, ne? Also bei unserem Dorf, der Weg bei Sanctuary dort, habe ich natürlich jetzt auf mal Pazol wieder gekriegt. Könnte man mal gucken, wofür wir das verwenden können. Eventuell hier, eventuell doch in Sanctuary. Uns fehlt ja sogar noch ein bisschen was. Hinten in der einen Ecke, da hat man noch ein bisschen was frei. Da könnte man natürlich den gut hinhauen. Ich will einfach ein bisschen Platz haben, dass wir hier ein bisschen was sammeln können, ne? Hieß ja nicht, dass wir es was finden. Ich meine, wir haben ja schon an sich sehr viel Zeug und Krimskrams. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so in dem Sinne was finden werden. Ah, da fällt mir ein. Ich hatte, wo ich den Weg gebaut habe, ne? Habe ich noch was gefunden, noch ein Secret. Das haben wir anscheinend, sind wir vorbeigelaufen oder so, keine Ahnung. Haben wir nicht gesehen. Das könnte man sich natürlich auch nochmal angucken. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Platz. Ich tue das mal jetzt hier noch weg. Ja, komm hier. Kann ich hier noch was reintun? Nö. Ja, komm. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Ja, das passt jetzt schon. Und hier auch. Das ist schon okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf eine kleine Wandertour. Was zu essen haben wir. Das passt alles. Das ist die Hauptschiene hier. Jawohl. Die wird immer geradeaus gehen und die hier neben uns, also nicht die, die fängt dann hinten wieder an, die wird im Endeffekt eine Kurve machen. Uah, Hilfe. Und zwar in die Richtung da, ne? Ich bin gespannt, also bis jetzt ist ja noch gar kein Video rausgekommen, wo ihr das hier seht. Na, also wo ich das aufnehme, da habt ihr das im Prinzip hier noch gar nicht gesehen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Total bekloppt, ich weiß. Mir gefällt das, dass die eine Schiene hier einfach so einen Bogen macht. Ohne eine Weiche, einfach so einen Bogen, ne? Das gefällt mir, finde ich gut. Okay. Beim Bauen habe ich hier leider ein bisschen was aufgedeckt. Schon. Ich bin schon mal ein bisschen rumgesappelt hier. Ich konnte nicht widerstehen. Einfach mal wieder geradeaus, ne? Wir haben ja nur schon hier eine echt lange Bahn gezogen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder geradeaus. Einfach mal gucken. Ne, und die Schiene soll halt in die Kurve machen und in die Richtung gehen. Und die geht weiter geradeaus. Wie gehabt. Okay, unbekanntes Gebiet. Los geht's. Jump. Jetzt die Flügel von Tinkers. Das wäre schon ganz geil, ne? Dann könnte man hier ich kann durch die Gegend gleiten. Ich weiß nicht, ob Double Jump, also dass man zwei Blöcke hochjumpen kann, gibt es da auch. Ich weiß nicht, ob das mit den Flügeln zusammenhängt oder mit den Schuhen, die es da gibt. Das weiß ich leider nicht. So, wir sind auf der Suche nach Secrets, nach allem, was uns neu erscheint. Und was wir eventuell gebrauchen könnten. Heißt natürlich nicht, dass wir was finden. Ja, das kann natürlich auch sein, dass die Wandertour, ja, im Sand verläuft ein bisschen. Ist natürlich durchaus möglich. Aber vielleicht, naja, man muss ja nicht unbedingt Gegenstände finden. Man kann ja auch Orte finden, wo man sagt, boah, ja, hier baue ich das und das hin. Ich habe übrigens schon wieder auf neue Ideen gehabt. Da werde ich einige jetzt wahrscheinlich im Kopf kreisen und sagen, oh nö, nicht schon. Doch. Eine habe ich sogar schon wieder angefangen umzusetzen. Also die mache ich so offscreen einfach, so für mich so ein bisschen. Ich brauche halt immer auch selber irgendwie ein Projekt, was ich offscreen, wenn ich auch Bock habe auf Minecraft, was ich da bauen kann, ne? Da habe ich jetzt wieder was gefunden, da brauche ich irgendwas auf Stein dazu. Ich werde demnächst auch mal eventuell vielleicht sogar mal wieder weiterbauen. Offscreen an der Zwergenstadt. Hab da irgendwie Lust drauf. Ich brauche noch die Schmelzhütten, also ne? Den Schmelzabschnitt brauche ich halt noch.
Oh, viel Wasser. Viel Wasser. Das ist nicht so gut. Oh, ein Reh. Ein Rehlein. Ein Bär. Mehrere Bären. Waschbären. Hasi. Oh, süß. Ziegen, die gehen gar nicht. Die fressen einen die Items weg. Da können wir eigentlich ganz froh sein, dass wir die bei uns nicht haben. Was ist da hinten? Ach, das ist ein Elefant. Ja, was ist denn das? Hier gibt es Elefanten. Elefanten. Hier sieht es aber recht schön aus. Ups. Ich weiß nicht, ob wir noch gerade laufen. Mal gucken mal. Ja, nee, eher nicht so, ne? Ach doch, hier ist er. Wisst ihr was? Wir können da mal eigentlich. Nein. Hier so, ne? Sovngarde. Tut's gut. Warte mal, wo waren? Wo habe ich ihn gebaut? Hier. Haus mit Schienen. Habe ich gesehen, also ich habe mich hier lang gebaut. Mein momentanes Bauprojekt, wo ich halt selber bin, also was ich für mich jetzt baue, was ich sagte, das ist glaube ich hier ungefähr. Nee, nee, das ist der Sumpf. Nee, nee, das ist der Sumpf. Stonehenge klein. Okay, nee, ich bin also hier irgendwo. Hier bin ich irgendwo. Ich bin da vorbei. Ich bin hier irgendwo. Hier gab es irgendwie einen großen Berg. So wirklich einen Berg mitten im Wald. Ganz alleine. Und da habe ich angefangen. Da habe ich eine geile Idee gehabt, so eine Art. Ich habe ja schon mal so eine kleine Bastion im Wald gebaut, ne? Und da habe ich mir überlegt, dort drauf käme sowas Ähnliches eigentlich ganz gut. Einfach eine Militärbastion, wo aber Ausbildung im Prinzip stattfindet, ne? Für die Soldaten. Ich habe ja nun. Ich will mal kurz meinen Kopfhörer ein bisschen hochnehmen. So. Also ich habe ja nun. Ja, ich baue ja nun immer ein bisschen weiter in die Richtung RPG-Welt hier aus, ne? Weil das hatte ich ja von Anfang an eigentlich schon so vor. Und. Was ist das da? Achso, das hat so was. Okay. Ja, und. Da habe ich mir natürlich nun schon auch. Well, denke ich mir natürlich auch so ein bisschen die Geschichte aus hierfür. Für unsere kleine Welt, was hier passiert ist, wie die Welt aussieht und so. Mach keinen Quatsch. Ne? Denke ich mal halt ein bisschen was aus. Wie die Welt hier aussieht. Ich kann ja mal. Ich weiß nicht, ob ich was verraten soll oder. Wer es halt die Welt sich dann irgendwann downloadet und auch spielt. Oder halt dann auf dem Server, je nachdem, mitspielt. Der wird es erfahren. Weiß nicht, ob ich da jetzt einfach so mal raushauen soll. Irgendwie Details. So ein paar Details kann ich ja erzählen. Also es wird. Die Grundgeschichte wird so darum gehen. Ne, das ist mein kleines Königreich hier. Und. Ein benachbartes Königreich, mit dem wir sehr lange befreundet waren. Eigentlich. Mit dem wir eigentlich sehr gut befreundet sind, griff uns leider doch hinterrücks an. Keiner wusste warum. Ich habe übrigens noch massenhaft neue Ideen für neue Völker, die auch mit reinkommen werden. Nicht nur jetzt anderes Königreich oder so, sondern richtige Völker. Also, ne? Oh, ja, mal. Oha. Oh, Katze. Ja. Wo war ich? Ja. Ne, wir sind ja befreundet gewesen mit dem. Und von jetzt auf gleich aus heiterem Himmel haben die uns angegriffen. Und haben dabei die Hauptstadt quasi eingenommen. Ich habe noch keine Ahnung, die Hauptstadt wäre ich so im 18. Jahrhundert-Stil, habe ich so überlegt, bauen. Wurde sich auch mal gewünscht. Von LT Mongo. Ich glaube, der Name. War Englisch, war englischer. Selbst Let's Player, Let's Playerin, ich weiß es halt nicht. Hatte sich das gewünscht, so ein bisschen. Ob ich mal in dem Stil was bauen kann. Kann ich natürlich machen, werde ich. Ich glaube, das mit diesen hervorstehenden Häusern immer so, ne, in diesem alten Stil. Das baue ich ja eigentlich schon jetzt schon. Haben wir so direkt eine Stadt komplett so. Kann man machen, so wie kommen wir jetzt hier rüber? Und lauf mal außen rum. Ach so, ich will ja die Eisenbahnstrecke, ne? Ha. Okay, also. Eisenbahnstrecke. Oh, guck mal, wir sind eh ziemlich weit abgekommen. Weiter hier rüber. Also weiter von uns aus gesehen in Laufrichtung rechts. Heißt da. Juhu! Vielleicht können wir den Berg doch umgehen.
Nee, können wir nicht. Also die Ecke wäre bestimmt erwischend, oder? Na gut, ist nicht schlimm. Gibt es eine Brücke und dann einen Tunnel. Ja. Wo war ich jetzt wieder? Ich habe schon wieder... Ich lasse mich ganz leicht ablenken heute. Wo war ich jetzt ernstlich jetzt? Ich habe gerade voll den Faden verloren. Genau, Hauptstadt, ne? Die Hauptstadt wurde eingenommen, weil die uns halt überrascht haben. Und dabei wurde mein Vater und meine Mutter leider getötet. Soweit man es zurzeit weiß halt, ne? Also ich kann also jederzeit sagen, okay, nee, ha, sie leben doch, huhu, oder so. Aber zurzeit ist halt das, was bekannt ist im Königreich. Und ich wurde gerettet. Ein paar Wachen brachten mich halt weg. Und ja, haben mich dadurch halt gerettet. Und nun hält mich die Bevölkerung im Prinzip versteckt in Sanctuary, damit das gegnerische Königreich mich nicht findet. Dum, 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 dum. So, wir gehen mal schnell schlafen. Ja, das ist halt so zurzeit die Grundgeschichte. Und eins kann ich ja noch verraten. Also, es ist nicht so, wie es scheint. Es ist nicht so, wie es scheint. Was haben wir? Wasserfall. Oh, sieht aber schick aus. Sieht irgendwie cool aus. Ich weiß nicht, warum. Was haben wir denn jetzt hier? Aluminium. Oh, das ist sehr gut. Aluminium können wir gebrauchen. Oh, hier kommen ja aber noch mehr. Was haben wir hier? Zinn. Zinn? Wir haben noch nie Zinn gefunden. Oh, wie cool. Ne, wir sammeln neue Sachen. Oder Sachen, die wir... Oh, guck mal, ein Dorf. Hoppala. Habe ich noch irgendwas übersehen? Nein, nur ein Dörfchen. Oh, wie schön, ein Dörfchen. Oh, guck mal, da ist wieder Aluminium. Aluminium, jawohl. Ich sollte vielleicht oben drauf gucken, ne? Na gut, ist egal. Papa. So, wenn vielleicht die Werkzeuge nochmal kurz reparieren, sollen wir vor mal losgehen. Naja gut, ist nicht so schlimm. Das Haus da oben ist cool irgendwie. Hallo Freunde, was habt ihr hier? Kupfer. Ich nehme euch das mal ab, ne? Braucht es denn so nie, nehme ich an. Ich mache euch mal nicht das Feld kaputt. Ach du Bagger. Geht das damit? Nein. Ich habe leider keine Schaufel. Gut, habe ich eine Schaufel? Ich brauche eine Schaufel. Schaufel. Ich habe keine Schaufel. Nein. Es tut mir leid, Freunde. So. Nein. Ach. Ist so blöd. Ja. So, Moment. Ihr müsst bloß neu machen. Okay. Was haben wir hier? So. Aha. Kollege, was hast du? Das will keiner haben. Kannst du behalten. Entschuldigt, das habe ich aus Versehen mitgenommen. Hier, ein paar Blümchen. Als Entschädigung. Hier drin? Hallo? Nein? Okay. Irgendwas Interessantes hier vielleicht? Irgendwas, wo man sagt, was? Oh, was? Tinkers? Was ist das für ein Haus dort? Was denn? Das ist neu. Wie komme ich denn da hoch? Ist da was drin? Ach! Cool, die haben mit Tinker. Die haben mit Tinkers. What? Wie geht das? Ist hier was drin? Nö. Vor allen Dingen, die haben zwar diesen Ofen so an sich hier, aber der geht nicht. Die haben gar keinen. Ne, keinen. Wo man irgendwas reintut. Also, das geht nicht, wirklich. Die haben jetzt den Kessel hier. Haben wir außerdem keine Abflusslöcher, also insofern. Wie kommen wir da rein? Das ist ein Tinkers Haus. Wie cool. Schauen schon, wo der Eingang ist. Ich befreie euch. Haltet durch. Tada.
Das hier? Hallo? Möchten Sie hier raus? Was hat der hier? Was ist das? Eine Werkzeugstation und 3 Kolben für Zinnoberbeerenbusch. Aha. Nö. Darf ich mal rein? Danke. Oh, krass, hier ist ein Kolben. Oh, was ist das denn? Papierpfanne. Holzpfanne. Schleimschildbrett. Okay. Obsidianpfanne. What? Was? Schleim? What? Okay. Kaktus, Schaufelkopf. Ja, nee, ne? Ist klar. Oh, hier haben wir. Hoffe ich hab Lohn drinne. Bronzepfanne, hier ist auf dem Zeug noch drinne. Krass. Krass. Okay. Ich lass das mal so, das sieht schön aus. Die neueste Schmiede halt, ne? Wartet mal. Können wir dieses Dorf anbinden? Ich mache jetzt mal diesen Falz hier. Ne? Versuche ich jetzt so mittig zu halten. Ja. Genau das, wo ich hingucke. Die Schiene müsste irgendwo zwischen dem Dorf und dem Berg lang gehen. Ich sag mal jetzt ganz spontan hier so. Würde ich jetzt vermuten. Könnte man einen Bahnhof machen mit einem kleinen Weg. Das bietet sich an. Cool, haben wir ein kleines Dorf gefunden. Nice. Könnt ihr behalten, brauche ich nicht. Oh, guck mal. Zack. Was war das jetzt? Zinn, ne? Oder sowas? Ach, die ganzen Tiere von More Creatures. Ach, ist das schön. Ein Elefant. Wie geht denn eigentlich ein... Ne, warte mal. Es müsste doch... Von More Creatures. Wartet mal. More Creatures. Nee. Es gibt doch einen Elefantensattel. Wir gehen auf Wandertour, weißt du, und dann kommen wir mit einem Elefant zurück. Wäre auch irgendwie cool. Kann man machen. Warum nicht? Fassaden. Hallo. Ey, wie fies ist das? Halt. Nö. Ja. Elefant. Das hier. Okay. Wolle. Ist eigentlich nur so. Was ist das? Oder hier. Das hier, ne? Kann man noch Kisten ranmachen an der Seite, ist ja geil. Wie kriegt man das? Ja, wie krieg ich das? Ja, schön. Das ist eigentlich kein Problem. Wie tamet man den Elefanten? Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh. Lalalala. Wir laufen mal hier außen rum, hä? Hier käme der Aussichtsturm eigentlich ganz geil. Ich überlege mir auch gerade immer mehr Quests und so, ne? Die ihr dann halt machen könnt, um euch Geld zu verdienen, um... Joach, halt, ne? RPG halt, man kann sau viel machen, kann alles erkunden. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar Pläne und so aufgezeichnet. Warte mal, wo habe ich denn Zettel? Kann man ja jetzt mal beim Wandern drüber reden. Ich meine, ich hole mal den Zettel heran. So. Erstmal so, habe ich überlegt, was brauche ich jetzt alles? Was soll drin sein bei so einer RPG-Welt? Ich weiß halt nicht, was auf dem Server machbar ist. Keine Ahnung. Und da habe ich mal halt erstmal einfach so die Ideen, die ich hatte, aufgeschrieben. Mal gucken, was dann machbar ist und wie es machbar ist. Und zwar, als erstes natürlich das Grund und das Wichtigste, eine Story. Ja, die denke ich mal zur Zeit aus. Ich lasse mich da im einzelnen Bild treiben einfach. Ne, ich mache was so ein bisschen und mache die Quest dazu. Was ist das da? Achso, das sieht bloß aus, okay.
Ne, mach die Quest dazu. Immer super Quests. Und das, die Story schreibt sich im Prinzip so ein bisschen von selber. Ne, man geht ein Stück weiter, baut das nächste Gebilde irgendwo hin. In den Wald zum Beispiel. Das Ausbildungslager jetzt zum Beispiel. Das passt sich auch sehr gut da rein. Dann gibt es dort wieder ein paar Quests und man kriegt vielleicht hier und da wieder was erzählt oder so. Ne? Gerade von den Generälen dort und so halt. Für die man wiederum ein paar Quests machen kann. Wieder Geld kriegt. Es ist ein schöner Kreislauf. Es macht eigentlich sehr viel Spaß, sich das so auszudenken. In meiner Fantasie habe ich so, das ist. Die Geschichte wird riesig. Nur ich schaffe das alleine wahrscheinlich nicht. Also ich brauche. Mein Freund und so, der hat mir jetzt auch schon geholfen. Was ist das da? Da war was. Was das? Ja, mein Freund hat mir jetzt auch schon ein paar Mal hier geholfen mit. Kleine Schwester natürlich auch. Die hilft mir sehr gerne mit.